Hey, das Projekt gibt's noch und ich hab's es vor, im Januar eigentlich zu beenden, damit dieses gottverdammte Projekt endlich los bin. Oh Mann, die YouTube-Pause hat mir echt nicht gut getan in diesem Zug, aber damit natürlich auch wieder willkommen zurück zu The Legend of Zelda Link's Awakening. Ich habe es aber auch eine Zeit lang nicht gewusst tatsächlich, wie ich jetzt genau weiterkomme. Deswegen habe ich es einfach mal nachgeschaut tatsächlich, so feige ich auch bin, weil ich habe einfach nicht gewusst, wie ich weiterkomme. Und habe jetzt endlich mal einen guten, kräftigen Hinweis bekommen. Nämlich im Normalfall leuchtet hier, man sieht es, die Stelle auf, wo wir hin müssen. Also das ist schon mal eine ziemlich gute Hilfestellung tatsächlich. Ich habe es am Anfang gar nicht gecheckt, dass es sowas gibt. Aber dadurch kann ich es einfach nochmal sagen. Jo, ich habe eine kleine Hilfestellung bekommen und... Oh. Hier kommt die Eule. Was müssen wir uns wohl diesmal sagen? Zwei Scheine, einer im Norden von hier, der andere im Süden. Geh erst nach Süden, wo die alten Ruinen vom Windfisch erzählen. Die Reise lohnt sich bestimmt. Also, das heißt es, wir müssen dann zu den Ruinen. In den Süden. Aber da hätte ich trotzdem mal gesagt, gehe ich erstmal ins Start lang, weil das quasi nicht der richtige Weg ist. Und natürlich will ich erstmal den Weg abchecken, der nicht richtig ist. Um zu schauen, hey, was verbirgt sich dort? Aber natürlich machen wir erstmal die Gegner platt und, da hinten ist ein Stein. Dieser eine Stein, das sieht schon auffällig auf, aber so no joke. Also, so ein einzelner Stein ist so auffällig, dass hier natürlich eine Zaubermuschel sich verbirgt. Nice! Ich werde auch versuchen, jetzt in den nächsten Parts die noch ein bisschen mehr besser durchzustrukturieren. Das heißt, ich werde mich anstrengen, jetzt ein bisschen zu schauen, okay, welche Herzteile könnten wir kriegen, welche Herzteile kann ich holen. Und tatsächlich auch zu schauen, hey, wie sieht es eigentlich jetzt aktuell alles mit, ja, den ganzen Muscheln aus? Weil die sind natürlich auch am Start und können auch zu 100%. Und die muss ich natürlich auch und möchte ich natürlich auch sammeln. Ich hoffe mal, das lohnt sich. Aber ist egal. Komm, dann bomben wir jetzt hier mal schnell den Weg frei, wenn wir schon die Möglichkeit haben. Und geh mal in diese Höhle rein, um zu schauen, was dort drin ist. Weil es interessiert mich natürlich auch gerade brennend. Oh mein Gott, eine Fee. Heilige Scheiße, ja. Und die wird mich wahrscheinlich einfach nur heilen, nicht wahr? Ja. Wenn es mir halt nicht so gut geht. Aber ich muss mal dann kurz schauen, ob hier noch irgendwas ist. Aber es sieht mir jetzt nicht danach aus. Die einzige Sache, die ich aktuell habe, ist mein Controller spinnt rum. Also ich kann es euch, glaube ich, da mal kurz zeigen. Ich glaube, sieht man das hier jetzt in dem Video? Wenn ich jetzt hier einfach mal so runtergehe. Obwohl, jetzt hat der Bug sich gelegt. Oder? Nein. Wenn ich jetzt quasi nach rechts oben laufe, passt mal auf. Der Link stoppt kurz. Aber das liegt daran, dass irgendwie der Controller einen Bug hat. Ich weiß nicht, was es ist. Ich hoffe einfach nicht, dass der Bug irgendwie zu häufig noch auftritt, weil der ist schon so oft gewesen tatsächlich in letzter Zeit, dass ich mir denke so, damit zu spielen ist langsam wirklich hart anstrengend. Also, ich spiele natürlich Monster Hunter World ein bisschen privat und so, am meisten mit einem Kumpel oder sogar alleine auf dem Discord-Server, einfach zum Chillen und so. Und da ist das schon ein bisschen nervig, wenn man wirklich gerade gegen ein fettes Monster kämpfen muss und dann attackiert dich das ganze Zeit und du kannst nicht richtig ausweichen, weil der Controller nicht richtig funktionieren möchte. Und jetzt sind wir in den alten Ruinen. Aber da wollte ich jetzt eigentlich noch nicht hin, sondern ich wollte eher, sagst du doch, ins Sodorf gehen, weil da sollten wir eigentlich ja auch hin und ich hoffe einfach mal, dass es hier auch in der Nähe ist. Weil da unten sind die Ruinen, das habe ich ja begriffen. Aber wo ist das Zoodorf? Das würde mich jetzt halt noch mehr interessieren, anstatt jetzt da in die Ruinen zu gehen. Natürlich, die Ruinen sind Story und so. Und oh mein Gott, das ist ein Herzteil. Das will ich mir gleich mal auf der Karte markieren. Da haben wir die alten Ruinen nun freigeschaltet. Und eigentlich wollte ich jetzt dann nicht zurückgehen. Dankeschön. Nein! Oh, ich drücke doch einen falschen Knopf. Dann tue ich mir das hier einfach mal mit einem Herzchen markieren. Damit ich dann diesbezüglich Bescheid weiß. Und dann können wir uns hier einfach umsehen. Und anscheinend sind wir schon im Zoodorf. Hey! Drecksack. Komm her. Bam. Boom. Alter. Einfach zu verbergen hier. Aber ich glaube, ja, jetzt hat man es auch wieder gesehen, dass einfach der Controller, ja, irgendwie so ganz komisch rumspinnt. Ich habe keine Ahnung, was das genau... Oh, yo. Das ist einfach ein Gegner, what the fuck. Kann ich die... Die kann ich hochheben. Lol. Kann ich die dann... Eigentlich wollte ich sie ins Wasser werfen. Und so schauen, ob ich dann einen Übergang schaffe, aber... Dann schmeiß ich halt ins Wasser! Unter der Brücke, Geheimnisse, langes Leben. Unter der Brücke? Also unter hier. Okay, das markiere ich mir dann auch mal. Da gibt es so viele Geheimnisse in diesem Spiel, das ist abnormal krank. Aber okay, dann tun wir das uns einfach auch mal markieren, damit wir das hier auch an der Stelle haben. Und oh mein Gott, die Kiste ist respawned. Okay, okay, okay. Und bam! Nein! Nicht den Sora! Ich will die doch nur ins Wasser!
Mann, was ist denn so schwer? Ich will die doch nur da reinknallen. Ach, egal. Komm, was steht denn da auf dem Schild? Hä? Willkommen in Sodorf. Oh, wir sind schon da? Lol. Und sind hier irgendwelche Bewohner? Die Musik hat tut auch gerade hier Übliches dazu beitragen. Ich kann mit den Hasen reden? Hallo? Kanickel. Ja, also an einem Tag könnte ich ein Lied von Mari vertragen. An so einem Tag? Warte mal. Ich habe doch da die Ocarina gemeistert. Da kann ich doch eigentlich glatt das hier mal spielen, oder? Mal schauen, was passiert, wenn ich das jetzt hier quasi vor ihm spielen würde. Und jetzt... Ach ja, und dann... So, da kann ich glatt... Okay, dann, der will halt einfach nicht. Na, hätte ich mal gesagt, hol mir dann einfach mal Marin an der Stelle. Aber müssen sie ja da definitiv mal suchen, weil ich glaube, die ist aber noch normal im Möwendorf. Deswegen sehe ich da kein Problem. Wegen all diesen Monstern komme ich nicht nach Möwendorf. Hi, hoffentlich geht es Marin gut. Alter, wie die alle auf Marin abfahren, ist ja voll krass. Aber okay, wenn sie möchte und... Alter, ist es ein Bär? Oh mein Gott, Bären sind mein Lieblingstier. Was geht? Hallo, ist das etwa eine Honigwabe, die du da hast? Genauso bräuchte ich. Würdest du gegen eine anderes tauschen? Das wäre bärig. Ja klar würde ich das machen. Yeah! Oh mein Gott, richtig geil. Bären sind einfach meine Lieblingstiere. Bären sind cool. Schon die anders war knuffig. Nun, dieses Tier steht schon ewig da unten im Süden des Dorfes, aber schwer der Weg in die Durstwüste. Aber hey, vielleicht kann die kleine Marin es ja mit ihrem Lied aufwecken. Wahrscheinlich ist das die Lösung. Wartet mal, ein Tier versperrt den Weg? Inwiefern versperrt ein Tier den Weg in die Wüste? Weil hier haben wir als Beispiel einen Teleporter, das ist sehr praktisch. Weil da muss ich wenigstens nicht so weit laufen. Wenn ich den dann gleich habe, dann kann ich mich dann einfach hier zum Möwendorf teleportieren. Aber ich möchte den Teleport bitte erstmal abbrechen und mich noch weiter im Möwendorf umschauen. Aber welches Tier meinen Sie? Also ich habe persönlich noch gar kein Tier gesehen, das mir den Weg versperrt. Das interessiert mich jetzt dann schon etwas. Was für ein Tier meinen die? Aber ich kann hier auch komplett außen rum gehen und... Oh, das ist jetzt einiges. Das Tier meinen Sie. Ha, verrückt. Aber ich gehe jetzt mal hier ganz außen rum, weil... Da hinten war ja ein Herz abgebildet. Ich will mal kurz schauen, ob ich von dort aus... Oh, erstens da ist, by the way, ein Eingang. Jetzt ans Herz herankomme und ja, Mann! Ich komme ans Herz heran. Das ist nice. Damit haben wir ein weiteres Herzteil und haben bald schon ein neues Herz. Uns fehlt nur noch ein Herzteil, da haben wir wieder ein neues. Richtig cool. Aber dann tue ich mal hier den Weg freibomben und... Alter, das Treibsand. Ja, Hilfe. Und gehen einfach mal hier durch oder in diese Höhle, besser gesagt, rein in diese Mauer. Um zu schauen, was sich dort quasi hier ein bisschen versteckt. Und ich sehe schon, das ist schon etwas anders. Und ich sehe auch diesen Gegner dort, deswegen probiere ich den jetzt irgendwie... Kann ich den... Ja, ich kann runterstoßen, das ist gut. Weil ich hatte gerade Angst, dass ich jetzt, wenn ich jetzt da irgendwie agiere oder so... Ja... Wie soll ich sagen... Angst habe, runterzufallen. Dann tun wir hier mal die Fledermäuse down kriegen. Und by the way, wir haben tatsächlich auch das blaue Gewand bekommen, wodurch wir halt quasi mehr Verteidigung schützen können. Und Sexy hieß sie, glaube ich, hat mir auch in die Kommentare das auch gepostet. Wenn ich möchte, kann ich das Gewand immer noch wechseln. Das heißt, wir können zwischen den roten und dem blauen immer wechseln. Ich muss halt zwar immer wieder in den Dungeon gehen, aber ich kann es stetig wechseln nach Belieben. Und das ist sehr praktisch tatsächlich dann. Und da drüben ist ein Herzteil, deswegen würde ich sagen, gehen wir erstmal zurück, weil ich... Es sieht mir nicht danach aus, als könnten wir da jetzt schon irgendwie groß was anfangen. Und dieser Gegner, der kann mich auch mal. Da gehe ich jetzt einfach weg. Und der lässt mir bestimmt meine Ruhe. Und deswegen schiebe ich mir einen Stein darunter und komme dann wieder hier raus. Auf jeden Fall kann ich da nach Belieben wechseln, wie ich möchte. Und das ist halt sehr, sehr praktisch. Aber dann hätte ich gesagt, schauen wir uns doch ein bisschen im Sodorf um, bevor wir es zu Marin aufbrechen. Weil wir haben noch ein kleines... Ich glaube, ein Haus haben wir uns noch gar nicht angeschaut. Und das möchte ich natürlich auch noch abklappern, bevor ich jetzt groß hier irgendwie weggehe. Aber ich muss erstmal noch mir das Ding, also das Herzteil da auf die Karte einzeichnen, weil sonst sieht das schlecht aus. So, und dann kann man das Herzteil dann da wieder wegmachen, weil das habe ich ja jetzt. Oder? Und dann können wir hier einfach alles wieder normal angehen. Okay, ich war jetzt hier drin. War das das Bärenhaus oder welches Haus war das nochmal? Ich bin mir da gerade echt unsicher. Ah nein, das ist ein Krokodil? Ein malendes Krokodil aber. Hey, was geht? Hey, du hast dich gesehen. Ich bin Krokodilius. Die nächste Statue an der Bucht ist eines meiner Meisterstücke. Leider ist sie nicht vollendet. Aber du scheinst mir nichts Besonderes Kunst interessiert. Hey, ich bin aber Kunst interessiert, Mann. Und du?
Hau ab! Alter! Was ist denn mit der? Komm runter. Also, ich kann verstehen, wenn man schlechte Laune hat oder so, aber gleich so unhöflich zu sein und einfach eiskalt zu sagen, hau ab. Das geht mal überhaupt nicht. Und wer bist du? Du hast noch nicht gelernt, wie man sich bei einer Dame benimmt, oder? Wer mich nicht einmal Blumen oder so mitbringen, mit dem rede ich erst gar nicht. Puh, über einen Hibiskus würde ich mich schon freuen. Ah, okay, das ist schon mal ein Hinweis für die Tauschquest. Das heißt, wir müssen hier einen Hibiskus oder so bringen. Alles klar, das merke ich mir definitiv. Und dann war hier, glaube ich, der Bär, oder? Wenn ich mich nicht irre. Nein. Hier ist einfach gar keiner. Hallo? Ich sehe jemand? Aber das Haus scheint noch von jemandem betreten zu werden. Also ganz leer ist es tatsächlich nicht. Na, verrückt. Aber okay. Dann hätte ich mal gesagt, dann gehen wir wirklich mal zu Marin und tun einfach mal, ja, sie um Hilfe bitten, uns einfach dieses Tier aus dem Weg zu schaffen. Und vielleicht können die Hasen auch noch dabei unterhalten werden. Deswegen gehe ich mal dorthin und schnalle euch den Weg, weil ich weiß nicht, ob sie gleich dort ist. Also, bis gleich. Marin! Aua! Wo bist du? Hä? Sie war doch immer hier. Was zum... Hey, Kleiner, weißt du, wo sie ist? Nanu, wo ist denn Marin? Wo hast du denn die Marin gelassen? Was ist wohl mit ihr geschehen? Ja, das frage ich mich auch gerade. Wo ist die? Die ist doch sonst immer hier. Wartet mal. Suche ich mal einfach hier in der Umgebung. Weil vielleicht ist sie ja auch irgendwo im Kreis in der Nähe oder so. Oder wisst ihr, kleinen Racker, was? Hey, habt ihr sie zufällig gesehen? Das große Ei auf den Tamachenberg. Man sagt, der Fünfe schlaft darin. Ach so, nein, das will ich nicht wissen. Mann, wo ist denn die? Da ist sie! Oh mein Gott, ich habe sie gefunden. Der Affe kam mich einfach mal in den Arsch. Aber da unten ist sie. Was macht die denn dort unten? Marin, hey, was machst du hier? Oh, Malik, schön, dass du mich hier besuchen kommst. Willst du dich ein bisschen zu mir setzen und reden? Ja, gerne. Was ist denn los? Wow. Das ist ja schön. Richtig schöne Ansicht. Und Kufu, viel Spaß bei BOTW. Und Marin? Was ist denn? Also, manchmal frage ich mich, woher diese Palmen kommen. Darin sagt, dass es außer dieser Insel nichts gäbe da draußen auf dem Meer. Ja, das ist Schwachsinn. Aber ich bin ja auch vom Meer gekommen. Also da gibt's dann anscheinend was. Aber da muss es etwas geben. Das ist wahr. Ja. Es ist immer wieder frustrierend. Und als ich dich am Strand gefunden habe, da war ich ganz außer mir. Ich habe dich für ein Zeichen der Götter gehalten. Echt jetzt? Naja, wenn man nichts anderes kennt und plötzlich ein junger Mann am Strand angespielt wird, dann ist es doch eine Bestätigung, dass da draußen doch noch etwas ist. Außer das Meer, oder? Wenn ich eine Möwe wäre, dann würde ich ganz weit wegfliegen und für alle auf der Welt einfach nur singen und sie mit meiner Melodie in eine ferne Welt lenken. Ich frage mich, ob der Windfisch mir diesen Wunsch erfüllen würde. Naja, das kann ich dir leider auch nicht sagen. Ich weiß nicht, wie der Windfisch an sich ist, aber aktuell steht er noch. Hallo, Malik, hörst du mir überhaupt zu? Was? Ja, klar, höre ich dazu. Mann, Mann. Irgendwann möchte ich mit dir dahin gehen, wo du herkommst, Malik. Vergiss, was ich gesagt habe. Glaub mir, an sich habe ich nicht vor, es zu vergessen. Und was soll mit dir zum... Und ich soll mit dir zum Walross gehen? Also gut, dann mal los. Werde ich es da eigentlich gleich instant hingeportet oder nicht? LOL! Wie er sie hochredet, ist ja geil. Marin kommt mit, das ist die Gelegenheit. Als ob, wie ich die hier hochhalte. Richtig, einfach nur LOL. Warte mal, kann ich von hier aus eigentlich schneller dorthin kommen? An sich nicht, ne? Also muss ich dann schon den längeren Weg gehen. Also gehen wir jetzt einfach mal dort entlang. Und kann Marin sich eigentlich verletzen? Ich habe halt keine Ahnung, ob ich auf ihr aufpassen muss oder so. Hilfe. Aber ich schnalle dich am besten auch den Weg davon, weil das ist halt, glaube ich, ein längerer Laufweg, würde ich mal so behaupten. Also wir sehen uns dann im Sodorf. So, dann sind wir jetzt hier schon mal da und können nun das Walross wecken. Aber ich würde, glaube ich, erstmal zum Hasen gehen.
Weil ich glaube, der Hase, der könnte sich ziemlich freuen und reden wir mal mit ihm. Juhu, da ist er, Marin! Oh, da freut sich der Kleine. Aber dann reden wir mal mit ihm, weil er wollte es ja, glaube ich, singen hören, nicht wahr? Hey. Juhu, da ist er, Marin! Okay, die sagen alle das Gleiche. Aber dann hätte ich mal gesagt, dann gehen wir definitiv jetzt mal zum Walross. Und wecken das auf, oder nicht? Also, reden. Da ist es ja, das Walross. Sollen wir es wecken? Ja, weil sonst werde ich hier definitiv nicht in die Wüste kommen. Und die Ruinen erkunden können. Und das hat es schon aufgeweckt. Nice! Alter, das wollte ich schon ein bisschen hart reiten. Yo! Alter, der Move! Und der Weg von Link! Einfach so. Oh mein Gott, was ist passiert? Da ist es aber jetzt wieder munter. Oh, der Hase. Ich glaube, da will ich was von mir. Vielleicht soll ich mitkommen. Oh, dieses Kanickel. Oh, warte mal, das war gar nicht der Hase. Pff. Tja, dann gehe ich mit ihm nach Sodorf. Komm doch später auch mal vorbei, Malik. Ja, werde ich machen. Aber nun werde ich erstmal sagen, beende ich an der Stelle auch den Part, damit wir einen kurzen, knackigen Part haben. Und im nächsten Part werden wir uns in der Durstwüste. Durstwüste, nicht Durstwüste. Definitiv mehr umschauen. Also, verabschiede mich und sage bis dann. Und ciao.